So, herzlich willkommen. Mass Effect 3 ist dran. Wir können eine beliebige Taste drücken, um fortzufahren, wie wir es ja schon kennen. Und ja, ich hoffe mal, das mit der Charakterimportierung läuft jetzt ganz gut, sonst müssen wir wieder einen kleinen Schnitt machen. Und ja, der letzte Teil steht an. Was gibt es zu sagen? Ich habe bisher noch nie selber gespielt. Habe mir mal als Let's Player geguckt, aber ich glaube auch nicht vollständig. Und ja, auch hier werde ich halt nur wieder die DLCs mitnehmen, die bei mir in dem bei der Box mit dabei waren. Obwohl ich glaube, ich habe gehört, die hätten bei Teil 3 mittlerweile auch diese Kaufaktion mit den BioWare-Punkten abgeschafft. Mal gucken. Vielleicht ändere ich ja doch noch meine Meinung. Ja, aber wie gesagt, wir drücken mal eine beliebige Taste, fahren fort. Und verbinden mit den EA-Servern. Juhu. Auch hier sehen wir wieder, die Farbgebung hat sich ein wenig geändert im Vergleich zum vorherigen Teil. Ein wenig geruckelt. Und so, damit wäre es dann geladen. So, Galaxy War, ich glaube, das sind irgendwelche, keine Ahnung, Online-Sachen, die wir noch machen können, müssen. Muss mich nochmal mit beschäftigen. Hier gibt es natürlich auch jetzt Multiplayer zum ersten Mal. Ich guck mal gerade bei den Extras rein. Ja, komm, das passen wir, glaube ich, auch mal noch gerade fix an. Untertitel bitte an. Ja. Ich glaube, der Rest sollte dann so passen. Na, noch nicht ganz. Gut. Das passt dann jetzt aber. Okay. Einstellungen werden soweit fertig. Die ersten paar Minuten schon rum. Wir starten ein neues Spiel. Bitte importieren. Ah, sehr gut. Diesmal funktioniert sogar reibungslos. Das freut mich. Ja, nehmen wir den. Man es mit Jack. 10 Crewmitglieder haben überlebt. Selbstmord haben wir überlassen. Ja. Okay. Passt soweit. So, ich weiß nicht, sollen wir den vielleicht mal noch ein bisschen ja, nehmen wir, glaube ich, dann mal so an. Auch hier möchte ich wieder den Soldaten spielen. Ja. Wohl können wir echt. Wir haben jetzt unsere tolle Frisur gar nicht mehr. Zurück. Individuelles Aussehen. So, vielleicht können wir ihm ja ein bisschen mehr Bart verpassen oder so, dass er im Laufe der. Hat mehr Haare gekriegt. Was haben wir denn sonst noch so an Haaren? Das wird sogar fast eher passen. Er ist älter geworden. Ja, das kommt eigentlich eher hin von der Haarpracht. Nehmen wir mal die. Bärtnamen ist auch nicht so viel mehr. Ein richtiger Vollbart haben sie, glaube ich, nicht, oder? Nein, sieht nicht so aus. Okay, dann nehmen wir wieder den Standardbart.
Den Rest können wir dann auch so lassen. Okidoki. Dann nehmen wir das mal so an. So, jawohl, das wär's. Wir können keine Änderung mehr vornehmen, das sollte schon passen. Wie schlimm ist es? Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu zwei Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Hat uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Gott helfe uns allen. Commander, Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sehen. Klingt wichtig. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht würden. Sofort. Anderson. Admiral. Sie sehen gut aus, Shepard. Vielleicht ein bisschen rund. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erstmal an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so eilig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Die Reaper? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll's denn sonst sein? Wenn ich das wüsste. Es sind die Reaper. Und wir sind nicht bereit. Bei weitem nicht. Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee. Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee Zeitverschwendung. Sie haben nur Angst. Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Sie sind einem Reaper begegnet, haben mit einem gesprochen und ihn gesprengt. Sie wissen, wie Sie uns ernten und was Sie mit uns vorhaben. Niemand kennt diesen Feind besser als Sie. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Nach Ihren Aktionen, jeder andere wäre angeklagt, verurteilt und entlassen worden. Ihr Wissen über die Reaper hat verhindert, dass es dazu kam. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur ein Soldat, Anderson. Kein Politiker. Das sollen Sie auch nicht sein. Ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper aufzuhalten. Sie werden beide erwartet, Admiral. Viel Glück da drin, Shepard. Anderson! Shepard! Ashley! Lieutenant Commander, wie lief's da drinnen? Das weiß man bei denen nie. Ich warte jetzt auf Befehle. Lieutenant Commander? Wussten Sie es noch nicht? Nein, wusste ich nicht. Tut mir leid. Es war... Naja. Schon okay. Es freut mich, Sie zu sehen, Ash. Mich auch. Admiral? Gehen wir.
Sie kennen den Commander? Von früher. Admiral Anderson, Shepard. Wie ist die Lage? Das wollten wir von Ihnen hören. Sowas wie diese Berichte haben wir noch nie gesehen. Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Zollportals verloren. Was es auch ist, es muss unfassbar mächtig sein. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da. Und wie halten wir sie auf? Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Aber es muss einen Weg geben. Jeder von uns muss bereit sein, für die Rettung der Menschheit sein Leben zu geben. Andernfalls haben sie bereits gewonnen. Mehr nicht? Das ist der Plan? Luna-Basis-Kontakt abgebrochen, Admiral. Der Mond? So nah können sie noch nicht sein. Wie umgingen sie unsere Verteidigung? Großbritannien hat Sichtkontakt, Sir. Irgendwas von Admiral Hackett? Was sollen wir tun? Das einzig Mögliche. Wir kämpfen oder wir sterben. Wir sollten zur Normandy. Sind Sie das? Wie ist Ihr Status? Ich kann die Normandy nicht erreichen. Sie müssen sie kontaktieren. Wir treffen uns bei der Landezone. Anderson, Ende. Sie sind gewaltig. Los jetzt, Shepard. Er schließt unser Weg zur Normandy. Nehmen uns auf, wenn wir es bis zum Raum schaffen. Ja. Gehen wir. Und wir sind zurück. Bewegung! Wie hat das funktioniert? Ja, ich glaube, die Steuerung ist jetzt mehr oder weniger aus Teil 2 übernommen worden. Bei Codex-Einträge auch hier wie üblich anfangs. Es ist weiter, als es aussieht. Eine ganze Menge. Und wird sich dann aber im Laufe der Zeit wieder geben. Ja, muss sagen, Anderson ist noch relativ fit. Kommen Sie, wir müssen hier entlang. Yep. So, gehen wir mal hier in Deckung. Aus. Gehen wir. Los, bleiben wir in Bewegung. Jawohl. Lieutenant Commander, empfangen Sie mich? Shepard hört auch mit. Wir haben die Normandy fast erreicht. Lieutenant Vega,
Schalten Sie sie aus! Okay, auch da unten. Erschießen Sie sie! Keine Munition mehr! Los doch, wir haben's eilig! Ich schon. Wo geht der eigentlich hin? Na, ist ja egal. Wir gehen einfach mal nach unten. Ja, da kommen noch ein paar. Wir müssen diese Dinge auf die altmodische Art erledigen. Das heißt... Ah, Nahkampf. Okay. So, auf Wiedersehen. Na, komm. Er darf sie nicht zu packen kriegen. Hat sich schon erledigt. Na, immerhin. Wir müssen einen Weg hier raus. Vorsicht! So, können wir die jetzt aufmachen? Ja, sieht gut aus. Hier entlang. Die diese Maschinen hier sind, sterben Tausende von Unschuldigen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Sie sind für die Toten nicht verantwortlich. Wir kämpfen für die, die noch stehen, wenn es vorbei ist. Ja, Sie haben wohl recht. Der Angriff kam so plötzlich. Ich dachte, wir würden mehr Zeit haben. Wir wussten, dass Sie kommen. Und trotzdem haben Sie unsere Verteidigung einfach durchbrochen. Wir müssen zur Citadel und mit dem Rat reden. Zur Citadel? Der Kampf findet hier statt. Bald wird er überall sein. Sie haben es selbst gesagt. Die Reaper vernichten alles, wenn wir sie nicht aufhalten. Der Rat muss uns helfen. Sind Sie da sicher? Nein, aber Sie waren ein Spekter des Rats. Das muss doch etwas zählen. Taffy! Danke. Ich schulde Ihnen was. Einiges. Schnappen Sie sich Munition. Okay. Nachladen und immer in Bewegung bleiben. Ein paar Abtrünnigpunkte noch mitgekriegt. Jawohl, nachgeladen ist. Dann folgen wir dem Mal Anderson. Lieutenant Commander Williams, der Raumhaft ist in Sicht. Ankunft in 3 Minuten. Wow. Lieutenant Commander! Ashley! Verdammt! Hm, alles nicht so praktisch hier. Ja. Normandy, bitte kommen. Verbündete. Sind Sie beide in Ordnung? Runter. Die sehen Sie. Halten Sie Ihren Kopf unten. Hallo Reaper. Ja. So, dann gucken wir mal.
Einer weniger. Erledigen Sie sie. Kannibale. Shepard, hier drüben. Ja, ich muss erst noch nachladen. Das ist jetzt hier wichtiger. Was ist hier geschehen? Unser Shuttle wurde abgeschossen. Wir haben es nur knapp geschafft. Haben Sie Funk? Wir müssen unser Schiff erreichen. Nein, im Shuttle ist eins, aber da drin wimmelt's nur so von diesen Dingern. Bleiben Sie hier, Matson. Wir holen Sie hier raus. Dann los, nichts mehr hin zu dem Shuttle. Gehen wir doch mal. Hallo Absturzstelle, wie geht's dir? Ich denke, wir müssen da irgendwie hoch. So. Die ziehen. Was zur Hölle sind das denn für Dinger? Noch mehr Kannibalen. Dann ballern wir die mal weg. Okay, mal kurz regenerieren. So, das sieht schon wieder besser aus. Ja, da scheint hier eine spezielle Form. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Reaper sind oder die Form, was aus den Menschen geworden ist, nachdem die Reaper sie übernommen haben. Da sind noch Gegner, okay. Dann einmal fix in Deckung. Komm. Das war nicht schlecht. Gute Granate. Ein Funkgerät finden. Ah. Und eine Waffe. So, jetzt haben wir neue. Shepard, hier drüben! Ich habe ein Funkgerät gefunden. Mhm. Normandy, hier spricht Anderson. Hören Sie mich? Was ist Ihre Position, Admiral? Bei einem abgestürzten Shuttle im Hafen. Ich aktiviere sein Notsignal. Schicken Sie Unterstützung. Wir haben Verwundete. Lieutenant! Ich habe das Signal verloren. Hoffentlich funktioniert das Notsignal. Und zwar bald. Wir haben Gesellschaft. Na gut, dann hoffen wir, dass wir die Stellung noch halten können. Kurz durchladen. Au, der hat gesessen. Der allerdings auch. Ja, wie gesagt, es spielt sich auch hier wieder sehr shooterlastig, wie auch schon der zweite Teil. Und ich finde das halt nicht wirklich ein Nachteil. Ist mir eigentlich ganz recht sogar. Ah, fuck, da geht die Muni aus. Mir geht die Munition aus. Ja, mir auch. So, dann können wir noch mal eine Runde warten. Gehen wir wieder in Deckung, dann kannst du dich so mal regenerieren. Das ist fein. Na komm, geht mal drauf, ihr beiden. Dankeschön. Und hier kommt die Kavallerie. Wurde aber auch Zeit. Vorwärts.
Willkommen zurück, Shepard. Danke! Shepard! Kommen Sie! Ich gehe nicht. Von diesen Männern gibt es noch 1 Million mehr und sie brauchen einen Anführer. Das ist unser Kampf. Diesen Kampf können wir aber nicht gewinnen, nicht ohne Hilfe. Wir brauchen jede Spezies und ihre Schiffe, um eine Chance auf einen Sieg über die Reaper zu haben. Überzeugen Sie den Rat davon, dass er uns hilft. Und wenn Sie nicht auf uns hören? Dann sorgen Sie dafür, dass Sie es tun. Und jetzt gehen Sie. Das ist ein Befehl. Ich nehme von Ihnen keine Befehle mehr an. Schon vergessen? Hiermit sind Sie wieder im Dienst, Commander. Sie wissen, was zu tun ist. Ich komme zurück und ich bringe jede Flotte mit, die ich finde. Viel Glück. Für Sie auch, Shepard. Was zum Teufel ist los? Wo ist Anderson? Wohin soll's gehen? Hey! Wir gehen. Wie, weg? Was ist hier los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das wird er niemals befehlen. Er sieht eben, was los ist. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Dann setzen Sie mich beim nächsten Depot ab. Denn ich gehe hier nicht... Es reicht, Lieutenant! Sie wollen nicht weg. Okay, aber das ist keine Demokratie. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Commander! Joker, sind Sie das? Er lebt und lebt. Ich habe hier einen Notruf von Admiral Hackett für Sie. Durchstellen. Shepard, wir haben schwere Verluste erlitten. Der Übermacht, die mit konventionellen Mitteln nicht besiegen. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert. Ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das System. Jawohl, Sir. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tosoni nachgeforscht. Die Reaper aufzuhalten. Einziger Weg, sie zu besiegen. Ich melde mich. Hackett Endel. Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars?
hat erledigt. Das ist Loco. Warum der Mars? Was glaubt er denn, was wir dort finden? Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Zusammenpacken. Reaper-Aktivität? Negativ. Edi? Die Basis scheint online zu sein. Möglicherweise wurden die Bewohner evakuiert. Das werden wir schon bald wissen. Halten Sie sich bereit, Joker. Nur für den Fall. Verstanden. Norman, die Ende. Wir sind fast da. Immer noch kein Kontakt zur Basis, aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normandy kriegen. Verstanden. Nun gut, hier schauen wir uns dann beim nächsten Mal um. Wir haben halt auch unsere Stufe behalten, was ganz schön ist. War ja gut, es macht Sinn, dass es halt bei dem beim zweiten Teil nicht so war, weil da ja quasi neu geboren wurden. Aber gut, aufsteigen und so machen wir in der nächsten Folge. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.